Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Da leuchtet ein Runenstein. Ich sehe es doch genau. Nehmen wir uns mit. So, wie versprochen nach der letzten Folge. Taschen sind leer. Und wir machen die Hauptquest weiter. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Nach dem Ladebildschirm. Ein grauenhaftes Erlebnis ließ ihn gealtert und geschwächt zurück, blind und kraftlos. Naja, Befehle geben kann er aber noch. Ich hoffe, wir haben die Quest auch angenommen damals. Früher. Wo alles noch besser war. Haben wir nicht. Ich erlebe, wie eine der schlimmsten Katastrophen der Geschichte unsere Welt verwüstet. Das muss enden, egal. Okay, das heißt, ja, wir müssen, haben die echt nicht angenommen? Wir müssen nochmal rausgehen, damit er uns erscheint. Er hätte uns das jetzt nicht sagen können, nein, er muss immer auf die Kacke hauen hier. Also normalerweise, wenn wir jetzt in die Stadt reinlaufen, sollte er uns erscheinen und die Quest geben. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber wir gucken mal ins Questlog. Vielleicht haben wir die schon angenommen, müssen irgendwo anders hin. Das weiß ich natürlich nicht. So. Alter Mann. Kimmst du oder kimmst du nicht? Passiert nichts. Hauptgeschichte. Nachrichten für ganz Tamil. Okay. Vanius Galerion von der Magiergilde hat einen Plan ersonnen, um Molag Bal daran zu hindern, nach Tamriel vorzudringen. Dafür ist aber notwendig, dass sich die drei Allianzen mit der Magiergilde und der Kriegergilde zusammentun, um Kalthafen anzugreifen. Ich muss mit Kupfer Daria in der Magiergilde von Dolchsturz sprechen. Dann kann ich die Zusammenarbeit mit Vanius. Kann er mir das auf der Karte anzeigen? Kann er, tut er aber nicht. Doch, kann er wohl. Da. Gut. Wie rufen wir Pferd? So nicht. So nicht. Ich weiß es nicht mehr. Hotahü war. War es nicht Kuh? Nein. 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 Ego-Perspektive hat natürlich auch was, ne? Und nur mit Feuerbrille. Gut, dann latsch mal eben. Ich weiß nicht, wie man das Pferdchen ruft. Ich hab's vergessen. Asche über mein Haupt. Könnten jetzt natürlich kurz in die Tastaturinstellung gucken. War es nicht X? Nein. 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 Ha. Haha, wie. Haustier. Ja, egal. Explorer und sein Hirsch. Wo müssen wir rein? Müssen wir da rein? Ja. Die Magiergilde. So. Hallo. Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Ja, ich weiß. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ich heiße Daria, aber meine Freunde nennen mich Kupfer. Ich leite den Ring der Dolche, den Geheimdienst des Königs. Ihr sucht nach Vanus, nicht wahr? Mir wurde gesagt, ich soll mich bei euch melden. Eher fresse ich Sand, als dass ich der rechten Hand des Königs Befehle erteile. Wenn ihr Vanus bei seinem verrückten Plan helfen wollt, dann nur zu. Ich werde Vanus helfen, wenn ich kann. Wirklich? Mhm. Bei Zeds Tränen. Ihr seid ja genauso verrückt wie er. Wann mache ich mich wohl besser an die Arbeit? Es müssen eine Menge Vorbereitungen getroffen werden. Vanus sollte bald hier sein. Ich überlasse es ihm, euch die Details zu erklären. Außerdem schuldet ihr mir 10 Goldstücke. Ich kassiere später ab. Mhm. Also, wie stehen die Wetten? 100 Gold darauf, dass es vor dem Wochenende noch einen Anschlag auf uns geben wird. Schön, blöde Wette. Die verborgenen Wattenträger haben uns seit 3 Monaten mindestens einmal wöchentlich angegriffen. Na gut. Ja. 300 Gold darauf, dass der Dominion-Spion, der mit uns Kontakt aufnimmt, Kariel sein wird. Und nicht Rasumdar. Kariel?
Diese Hure weiß es besser, als ihr Gesicht in meiner Nähe zu zeigen. Ich werde sie wohl aufspüren und ihr die Kehle durchschneiden müssen. Und im Anschluss kannst du dir von den 300 Gold genug Ale kaufen, um ein Jahr lang zu feiern. Diese Wette halte ich. Und mir was von dem Ale abgeben, wenn du gewinnst. Dann mal los. Auf uns wartet jede Menge Arbeit. Entschuldigt meine Verspätung. Na, endlich. Dachte, er kommt schon gar nicht mehr. So, Vanus, Galerion. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Champion. Ich habe mit Gräfin Hakruba über die Kriegergilde gesprochen. Unsere beiden Gilden glauben, die Zeit ist reif, den Kampf nach Kalthafen zu tragen. Aber das bringt uns in eine schwierige politische Lage. Wo liegt denn das Problem? Vertrauen, wie immer. Die Anführer der Allianzen werden nie zustimmen, gemeinsam vorzugehen. Und wenn unsere Gilden nur mit einer Allianz arbeiten, so werden es die anderen beiden als Verrat ansehen. Für unsere beiden Gilden ist unsere Neutralität unsere Stärke. Wir können es uns nicht leisten, auf beiden Seiten zu stehen. Ist die Situation wirklich so schlimm? Der Krieg in Cyrodiil ist lang und blutig und alle drei Allianzen sind schwach aufgestellt. Sie können keine Ressourcen für einen Angriff auf Kalthafen entbehren, ohne sich selbst zu schwächen. Ich möchte alle drei Anführer zusammenbringen. Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Was kann ich für euch tun? Ihr seid in einer einzigartigen Position. Ihr dürft mit Autorität sprechen, aber ihr seid kein Anführer einer Allianz. Ihr seid respektiert. Ihr habt einen Ruf. Vielleicht lassen sie euch zu Wort kommen, bevor sie sich gegenseitig an die Kehlen springen. Kurz gesagt, ihr seid der perfekte Diplomat. Also wollt ihr, dass ich mit den Anführern der Allianzen spreche? Ich habe den perfekten Ort für das Treffen gefunden. Ein neutraler Ort, fernab von umkämpften Territorien. Eine Insel mit dem Namen Styrk. Ich kann euch eine Audienz mit jedem Anführer verschaffen und für eine magische Anreise sorgen. Ihr müsst sie nur davon überzeugen, nach Styrk zu reisen. Na gut, dann legen wir los. Das ist alles, worum ich bitte. Ich werde das Portal öffnen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mit euch reise und als neutrale Partei die Vorstellung übernehme. Das könnte die Sache erleichtern. Okay. Dann mal los. Ups. Die Gramfeste wurde am Ende der ersten Ära schwer beschädigt, als es von Meruns Dragon angegriffen wurde. Der dädrische Fürst wurde durch Almalexia und Sotasil bezwungen und die Stadt dann vollständig zerstört. Okay. Und hier Bücherregale? Die haben hier Bücherregale. Dann... setzen euch in Flammen und euch zerschmettern. Wir dürfen looten. Dann machen wir das. Kommen wir hier durch? Nee, dann laufen wir mal eben außen rum. Und die brauchen den Kram nicht. Von diesem da habe ich schon gehört. Ich kriege mal noch was Schickes. Ich schätze die Tapferen und die Ungestümen selbst unter seinen Feinden. Kommt, Gesandter, reden wir. Ja, ich komme gleich. Ich muss nur mal eben hier euer Inventar durchstöbern. Aber ist jetzt nicht so der Burner. Gut. Habt ihr hier im Hof noch irgendwas versteckt? Nee. Jorun. Da ihr den weiten Weg hierher gekommen seid, werde ich eure Hinrichtung aufschieben. Was? Aber wählt eure nächsten Worte weise. Ich bin kein geduldiger König. Vielen Dank, dass ihr mit mir sprecht, hochverehrter Skaldenkönig. Nun, ich bin sowohl misstrauisch als auch neugierig. Falls ihr allerdings ein Attentäter seid, dann tut, was ihr tun müsst. Nein. Aber vergesst nicht, ihr werdet mit mir nach Sovngarde kommen. Ihr fürchtet den Tod nicht? Den Tod zu fürchten, heißt das Leben fürchten. Ich bin ein Nord. Wenn meine Zeit kommt, dann heiße ich ihn willkommen. Sovngarde wird glorreich sein. Keine Sitzungen, keine Intrigen. Aber ihr seid nicht zum Philosophieren gekommen. Was wollt ihr? Es ist Zeit, dass wir die Schlacht zu Molag Bal tragen. Und wer würde das tun? Alle drei Allianzen? Haben Portalreisen euer Hirn durchgeschüttelt? Sprecht einfach. Worum wollt ihr mich bitten? Ich schlage eine Versammlung vor, ein Treffen aller drei Allianzführer auf der Insel Styrk. Wo die Armee aller Flaggen geboren wurde.
Wenn die anderen Anführer zustimmen, nehme ich teil. Wenn es nichts bringt, sollte es zumindest eine gute Geschichte abgeben. Und jetzt geht, bevor mein Abendmahl kalt wird. Okay. So, mein Freund Vanus. Das lief gut, glaube ich. Sollen wir weitermachen? Ja. Eldenwurz. Dort sollten wir etwas wärmer empfangen werden, da ich Königin Eiren schon eine ganze Weile kenne. Ungeachtet dessen gehe ich davon aus, dass sie von schwer bewaffneten Wachen begleitet wird. Eiren ist freundlich, aber nicht töricht. Mhm. Ist ein Portal. Tschüss, Jungs. Eldenwurz. Die Eldenbäume von Waldenwall sind gigantische Vertreter der Gradteilchen und gehören zu den ältesten Lebewesen von ganz Tamriel. Sie werden als Fokuspunkte der Essenzen des Grünen verehrt. Ja. Da sind wir. Hab hier irgendwas zum Looten hier? Nee. Elfen sind mal wieder geizig. Cool, kann man so die Dinger hier? Ein bisschen können wir sie entleichtern. Erleichtern. Entleichtern ist was anderes. Jut. Hochgeschätzte Königin Eiren Arana Altmeri. Es ist mir eine große Ehre, euch vorstellen zu dürfen. Vanus, ihr seid so steif. Ich kann mich an die Güte erinnern, die ihr einem schüchternen Straßenkind vor vielen Jahren im schönen Sommersend entgegengebracht habt. Damals habt ihr dessen Herz gewonnen und daran hat sich nichts geändert. Ihr erwärmt eines alten Mannes Herz, meine Königin. Ich erinnere mich gut an diese glückliche Zeit. Ich auch, alter Freund. Entschuldigt die vielen Wachen. Mir wurde gesagt, sie seien notwendig. Wir leben in dunklen Zeiten. Weise vorausgesorgt, meine Königin. Mein Rat hätte nicht anders gelautet. Wenn ihr gestattet, würde mein Begleiter gerne mit euch sprechen. Ah ja, ich möchte diesen Helden treffen, über den ich schon so viel gehört habe. Nur selten kommen mir die Heldentaten von jemandem zu Ohren, der eigentlich als Todfeind angesehen werden sollte. Kommt, lasst uns reden. Und der mit Frauenkleidern rumrennt, ja. Vanus ist ein lieber Mann. In vielerlei Hinsicht ist er wie Familie für mich. Da er euch vertraut, bin ich willens, unsere Streitereien beiseite zu legen. Aber unter anderen Umständen wären wir beide erbitterte Feinde. Mein einziger Erzfeind ist Molag Bal, Eure Majestät. Gut gesprochen, und ich akzeptiere eure Worte. Um vollkommen ehrlich zu sein, konnte ich diese Gelegenheit, euch zu treffen, nicht verstreichen lassen. Eure Taten sind legendär. Ihr habt von mir gehört? Ein wahrer Champion ist wie ein Stein, der auf die Wasser der Geschichte geworfen wird. Die Wellen, die er auslöst, breiten sich rasch sehr weit aus. Ihr beschämt mich. Demut ist eine edle Sache, aber ihr müsst stark und selbstsicher bleiben. Ein wahrer Champion ist zugleich auch immer ein Spielball der Geschichte. Und die Geschichte kann ein grausamer und herzloser Herr und Meister sein. Doch genug der Philosophie. Worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Ich bin gekommen, um ein Treffen auf der Insel Stirk zur Besprechung eines Angriffs auf Kalthafen vorzuschlagen. Und es müssen alle drei Anführer der Allianzen für dieses Treffen zugegen sein? Ein gewagter Vorschlag. Er gefällt mir. Wohlan denn. Ich will euch keine falschen Hoffnungen im Hinblick auf die Verhandlungen selbst machen, aber ich werde dabei sein. So viel kann ich versprechen. Okay. So, Vanus, ja zugestimmt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Gute Arbeit. Wir müssen zurückkehren und mit den Vorbereitungen beginnen. Los geht's. Wir haben viel zu tun. Kommt. Okay. Da, da, da. Schwupps. Sturmhafen. Nachrichten für ganz Tamriel. Wir haben sie glücklich verbreitet. So, wo ist denn der jetzt? Warte. Einzeln sind die Anführer ja einigermaßen bei Sinnen und geradezu vernünftig. Aber wenn man sie zusammensteckt und... Nun, ihr werdet es schon noch früh genug sehen. Alles ist vorbereitet. Seid ihr bereit, zum Gipfel zu reisen? Ich bin bereit. Dann werde ich, mit eurer Erlaubnis, das Portal nach Stirk öffnen. Möge Auriels Hand uns alle leiten. Dann öffne mal. Einen Augenblick, bitte. Ich werde auf der anderen Seite auf euch warten. Unser
Danke. Der Repräsentant Hauptmann Alfauri ist für die Sicherheit auf Stirk. Stirk. Auch wenn die Insel Stirk immer wieder von Valenwald, von der Goldküste und von Hammerfall beansprucht wurde, so ist sie dennoch eigentlich Niemandsland. Wenn sie zu jemandem gehört, dann zu den Piraten der ABKs. Schön hier. Kann man Urlaub machen. Oder war das? Willkommen auf der Insel Stirk. Repräsentanten aller drei Allianzen sammeln sich am Treffpunkt. Er befindet sich gleich dort vorn, durch die Ruinen. Sind die Anführer der Allianzen schon alle eingetroffen? Mir wurde gesagt, sie kämen jeden Moment durch Portale am Treffpunkt an. Nach all dem Blutvergießen in Cyrodiil fürchte ich, dass sie einander nur schwerlich trauen werden. Vielleicht könnt ihr ihnen dabei helfen, zu erkennen, wie weise eine Zusammenarbeit wäre. Ich werde mein Bestes tun. Ich beneide euch nicht um diese Aufgabe. Wir haben bereits eine ganz ordentliche Gruppe von Experten für die Invasion Kalthafens versammelt. Auf dem Weg zum Treffen werde ich euch einige von ihnen vorstellen. Geht voran. Okay. Zwei Könige und eine Königin, die keinen Fingerhut Geduld füreinander aufbringen können. Es wird schwer, einen Kompromiss zu finden. Das versichere ich euch. Gut. Nein. Gehen wir zum Ja, ist ja gut. Ich will ja nur das Säckchen hier. So. Juti, dann würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten Folge, weil ich denke mal, das wird jetzt ein bisschen länger werden. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao.